Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Modellbauer Nürnberg. Heute kam gerade eben ein riesiges Paket, wie ihr sehen könnt. Bei Modellbau Belinski habe ich nämlich den HP Venture bestellt. Und ja, jetzt packen wir den mal aus. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier gerade die Klebebänder durchgeschnitten. Und ja, jetzt öffnen wir mal und schauen, was sich darin befindet. Bestellt habe ich den HP Venture in der Farbe Sandstorm, also in diesem, ja, wie der Name schon sagt, Sandfarben. Hier sehen wir schon den Karton falsch rum, den hole ich jetzt gleich mal raus und dann schauen wir uns den Mengen näher an. So, hier haben wir nun den noch unausgepackten Karton. Venture Toyota FJ Cruiser in der Farbe Sandstorm, sieht man auch ganz gut. Natürlich wasserdicht, komplett zusammengebaut, ist ja ready to run. Natürlich ohne Akku. Mit Akku eben in diesem Fall sogar bei HP E-Racing und sogar mit Ladegerät und einem Akku. Aluminiumstoßdämpfer, das kennt ihr wahrscheinlich alles schon aus den Produktbeschreibungen aus dem Internet. Ja, hier vorne, alles wo so silber glänzt, ist alles aus Aluminium. Finde ich sehr hochwertig. Das werden wir aber jetzt dann gleich sehen, ob das auch wirklich so hochwertig ist, wie ich es mir vorstelle. Dann haben wir hier noch ein paar Bildchen. Die Felgen im Beadlock-Style, wobei man natürlich sagen muss, ist es wirklich nur Style, also halt Optik. Beadlock ist nicht verbaut, leider, aber okay, ist halt Standard. Motor vorne, das erste was rauskommt ist der Motor, der Regler und der Servo. Da habe ich hier schon besseres liegen, nämlich den Quick Run 1080, ein Axial 27 Turn Motor und ein Savoex 0231. MG-Servo, das auch wasserdicht ist und mehr Kilo stellt als das Originale. Natürlich ist das Getriebe und alles komplett aus Metall, aber es ist ja eigentlich selbstverständlich. Hat sogar Teile vom Savage XS-Getriebe drin und ja. Hier stehen auch die Winkel drauf. Um wie viel Grad sich hier alles neigen kann und so weiter. Wie viel Freiheiten es hat, das Chassis. Okay, und jetzt öffnen wir endlich mal den Karton, weil, ja, die Siegel muss ja schließlich gebrochen werden. Das Siegel ist nun gerade durchtrennt und, ja, jetzt öffnen wir mal das ganze Teil. Und hier sehen wir schon sehr schön die Karosserie und die Fernsteuerung. Das ist die ganz normale TF40, die gibt es ja schon bei HP Racing also Ewigkeiten schon. Ja, dann sind hier ein paar Tuning-Teile, das man, was ich gerade sehe, unbedingt wahrscheinlich kaufen sollte, ist das Vierling-Set. Wenn das verfügbar ist, dann werden die das wahrscheinlich reinhauen. Ja, dann gibt es noch Stahlkardanwellen, die kann man auch von Drittanbietern kaufen. Kommt auch an, was HP Racing dafür verlangt, wahrscheinlich wieder richtig viel Geld. Dann die Servohörner, Aluminium-Links, da haben wir schon welche da. Haben wir einfach vom Baumarkt Gewindestangen und die Roadends von RC4WD bestellt und machen wir uns selber. Ja, dann gibt es hier noch so Achsen, Adapter und ja, alles Mögliche. An Tuning-Teilen finde ich sehr schön. Aber wie gesagt, hat alles seine HPI-Preise wahrscheinlich und ja, jetzt schauen wir mal weiter. Dann sind hier drin noch so kleinere Kartons und die AA-Batterien für die Fernsteuerung. Und ich würde sagen, ich hole jetzt mal das ganze Zeug raus und dann schauen wir uns das näher an. So, wie ihr sehen könnt, ist nun wirklich alles ausgepackt. Und ja, in dieser Box war das Ladegerät mit vielen Netzadaptern. Das bedeutet, man kann es weltweit wirklich einsetzen. Wahrscheinlich auch einfacher so herzustellen. Genau. Und hier noch ein 7,2 Volt NIM-Akku mit 2000 mA. Ich sag mal so, für den Anfang reicht es eigentlich völlig, aber ich persönlich baue das sowieso alles um und ja.
Hier seht ihr die T40. Ich habe schon die HPE Racing Plasma Akkus rein. Ich will nämlich einmal kurz euch demonstrieren, was der HPE Cora kann, beziehungsweise mal schauen, ob er fährt. Ja. Nun kommen wir mal noch auf eine Besonderheit zu sprechen. Also das ist noch nicht die Besonderheit, aber hier sind noch ein paar so Ersatzteile dabei und Karo Verlängerungsteile. Ihr wisst schon, was ich meine. Karosseriehalter, genau. Und ja, Kardanwellen, wie man es eigentlich von Axial Racing auch kennt. Legen wir mal alles zur Seite. Wir brauchen jetzt nur noch den Akku und den Crawler und die Fernbedienung bzw. Steuerung. Und ja, jetzt kommen wir mal auf die Besonderheit vom HPE Venture zu sprechen. Ich habe nämlich gerade die Schutzfolie abgezogen. Und dabei bemerkt man eine Sache. Wie ihr sehen könnt, alle vier Karosplinte sind ab. Und da ist noch der kleine. Der ist von hier hinten, von der Radhalterung. Den muss man nämlich auch abmachen. Jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Die Karosserie ist nämlich mit den Reifen hier hinten verschraubt. Also man muss das hier erstmal hoch machen, dass es lose ist. Und dann muss man die Karosserie mit dieser Halterung so rüberschwingen. Und jetzt hängt die da so an dem Radhalter dran und so weiter. Und ja, liegt hier so seitlich. Jetzt sehen wir mal das erste Mal des Chassis. Ein 35-Turn-Motor ist ab Werk verbaut. Ich mache dann, wie gesagt, den 27-Turner von Axial Racing rein. Und ja, sehr schöne Aluminium-Stoßdämpfer. Finde ich übrigens sehr gut, im Gegensatz zu Axial Racing, dass die gleich ab Werk Aluminium einsetzen, auch beim RTR. Beziehungsweise HPE bietet ja derzeit nur den RTR an. Und ja, viele Alu-Teile. Behind the Axle Lenkung und Siro Ackermann, also finde ich echt sehr schön durchdacht. Große Nachteile oder so konnte ich noch nicht feststellen, ist aber ja jetzt auch erst das Unboxing und ja. Hier kann man anfangs nur runde Akkus reintun. Allerdings ist hier hinten ein Splint, den zieht man raus. Und dann sollte man die Akkuhalterung genau öffnen können. Und hier unten drunter sind Schrauben, die kann man lösen und dann diese runden Dinger hier abschrauben. Dann kann man auch solche Hardcase Packs, solche eckigen, montieren. Ja, und jetzt tue ich mal den Original-Akku rein und schaue, ob der Venture auch was macht. So, der Akku ist nun drin, wie ihr sehen könnt. Allerdings, wie ich finden tue, ist das hier vorne ein bisschen eng. Die hätten hier dieses Loch ruhig größer machen können, dass der fette Tamiya-Stecker zum Beispiel noch durchpasst. Weil ihr sehen könnt, dieses Kabel ist da recht eingequetscht. Ich meine, okay, es ist so ein bisschen Spielraum eingebaut, aber naja. Okay, ist halt so. Aber okay. Kann man nicht viel dazu sagen. Ja. Jetzt mache ich den Venture an und schauen wir mal. So, jetzt ist der Venture an und wie ihr sehen könnt, funktioniert er schon mal. Also zumindest mit der original mitgelieferten TF40 Fernsteuerung finde ich, dass das Teil eigentlich sehr schnell übersetzt ist. Also das ist wirklich extrem schnell. Man gibt nur minimale Stöße und das Teil, ja, wie ihr sehen könnt, viel zu schnell. Muss man unbedingt den Regler im Quick One reinhauen und ja, mal da ein bisschen was verändern. Also der ist wirklich extremst schnell. Sobald man einmal berührt, dann hoppelt der richtig nach vorne. Ja, und jetzt habe ich gerade noch was rausgefunden, wo ich den Stecker hier angesteckt habe. Da fiel mir nämlich auf einmal die Karosserie in die Hand. Ich habe ja gesagt, das ist hier hinten mit dem Rad verschraubt, das stimmt nicht. Wäre auch, finde ich persönlich, ein bisschen blöd gewesen. Ich habe es so gelöst. Das, wo ich nämlich gesehen habe, waren ja diese zwei Schrauben.
allerdings von innen. Und da dachte ich halt, es ist am Rad verschraubt. Allerdings ist es so gelöst, dass hier ein Loch ist. Und das wiederum greift in. Bei der Kamera sieht man es jetzt schlecht, weil alles so dunkel schwarz ist. Auf jeden Fall ist hier so ein Teil dran. Das kann man jetzt wirklich. Jetzt sieht man es genau. Und das steckt dann hier so drinnen in dem Gegenstück an der Karosserie. Und deswegen ging die vorher nicht ab. Und ja, jetzt ist sie so nach unten weggerutscht und deswegen ist es rausgegangen. Deswegen konnte ich die Karosserie jetzt abnehmen, genau. Ach, nehmen wir den Stift hier kurz wieder dran. Gut. Und ja. Das war das Unboxing vom Harvey Avenger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ab und zu. Ja. Also ich persönlich mag den jetzt halt schon. Die Verschränkung ist wirklich gut. Also schaut axial und Vatera ähnlich aus. Und ja. Auf der Modellbaumesse Friedrichshafen habe ich ihn ja kurz schon gesehen. Aber ja, natürlich konnte ich die da nicht so genau anschauen. Kann man mal noch die Details euch zeigen. Die schöne Stoßstange, die auch mit LED-Aussparungen ist und so weiter. Das schöne Diff. Und ja. Somit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Es folgen noch weitere Videos natürlich vom Hobby Venture. Sehr bald sage ich nur dazu. Es folgt auch ein Vergleich jetzt dann demnächst, um mal wegen die Verschränkungen und so weiter zu testen. Im Gegensatz zu den Vatera und Axial SX10. Tschüss und bis zum nächsten Mal.